Oberligist Hertha 03 Zehndorf testet zu Beginn der Vorbereitung gegen Regionalliga-Aufsteiger Bischofswerda. Eine frühe Standortbestimmung für die Mannschaft von Markus Schatte. Der alte Neue bei Zehlendorf, 2015-16 war er bereits Trainer, zuletzt Jugendkoordinator bei Hertha 03. Und der sieht die Gäste, den FV Bischofswerda in Gelb in der Vorwärtsbewegung, gerade einmal 5 Minuten auf der Uhr. Zehlendorf scheint ordentlich Sand aus dem Sommerurlaub mitgebracht zu haben, zumindest hängt er noch im Getriebe. Nur der Gast aus Sachsen in Spiellaune, 11. Minute, Zille läuft ein und schiebt ein zum 0:1. Frank Zille ist der Knipser beim FVB, 15 Tore in der letzten Saison. Auch in der Regionalliga baut man auf seine Treffer bei der Mission Klassenerhalt. Nur 7 Minuten später dieser Freistoß. Der Ball ewig in der Luft, 0-2-Kampfverhalten, 0-Zuordnung und schon steht es 0-2. Torschütze Dominik Meinl und Markus Schatte hörbar verärgert. So lange in der Luft und doch kann Meine, der mit 22 Jahren schon Kapitän ist, völlig frei einschieben. Nächster Aussetzer, diesmal von Dombrowe, Sprint verhindert das 0-3. Offensiv noch nichts zu sehen von Zehlendorf, ihr Tore gerannt Sebastian Hucke muss mit Trainingsrückstand erstmal noch zuschauen. Die Halbzeit als Wachrüttler für die Hausherren. Endlich mehr Zug nach vorn und endlich bekommt Reißig im Kasten der Gäste auch mal was zu tun. Starke Parade. Bischofswerda, ein Defensivbollwerk, gerade einmal 16 Gegentore kassierten sie im letzten Jahr. Der Grundstein für den Aufstieg in die Regionalliga Nordost. Wieder 0-3. Super Auge von Rohana auf Wawel, der allein vor Reißig. Die 0 steht bei den Sachsen. Wawel traf 6 Mal in der abgelaufenen Saison. Es ist ein Aufbäumen von Hertha 03. Sie haben mehr Spielanteile in dieser zweiten Hälfte, aber wirklich zwingend werden sie kaum. Und bei Bischofswerda muss man nach der starken ersten Halbzeit bis zur 90. Minute auf Offensivmaterial warten. Das ist dann aber von höchster Qualität. Yannick Kepler, Neuzugang von Dynamo Dresdens U19, setzt den Schlusspunkt. BFV-Coach Erik Schmidt haderte mit dem Auftritt in Durchgang 2. Das Tor spielen sie allerdings fein heraus. 0-3 heißt es am Ende zwischen Hertha 03 Zehlendorf und dem FV Bischofswerda. Viel Arbeit für Markus Schatte und Hertha 03. Ein kleiner Dämpfer am Anfang der Vorbereitung.